wegen. Das Problem ist, ich hatte starke Schlafstörungen. Aber das ist halt wegen meinen Schichten, dann wegen, ich bin voller Overthinker, dann dadurch, dass ich halt voll oft trainieren gehe von 22:15 Uhr bis 0:30 Uhr, weil es anders dann nicht geht durch meine Schichten. Und dann ist es normal, dass man Schlafstörungen hat, aber bei mir ist es viel besser geworden. Dankeschön. Danke für das Herz. Also wie gesagt, jeder sieht es halt anders. Aber weißt du, wo ich es gemerkt habe, dass es mir was bringt? Weil Ashwagandha, also es ist ja wissenschaftlich, es ist noch nicht komplett durchgetestet und weiß es ich nicht, so auf Langzeit und sowas. Danke für die Upper-Space-Brille. Das heißt, manche Leute empfehlen, dass du eine Pause machst bei dem Ashwagandha. Und als ich meine Pause gemacht habe, da habe ich es gemerkt. Also wenn du es nimmst und dann hast du so irgendwann nicht mehr dieses Gefühl, dass es was bringt oder keine Ahnung was, und du aber dann in diese Pausenzeit kommst und dann Pause machst davon, dann merkst du es. Du kriegst die Krise. Du willst deine Pausenzeit abbrechen und wieder anfangen. Drücken Sie so beendet. Ich liebe es, nach der Spätschicht zu gehen. Dann danach ausschlafen zu können. Danke für das Herz. Das Problem ist bei mir, wenn ich im Gym war, bin ich danach voll aufgekratzt, ich sag dir ehrlich. Also, ich habe dann zwar meine Phasen, wo ich so kurz müde werde oder so, aber wenn ich dann vom Gym nach Hause komme, dann tue ich meistens noch irgendwas essen. Und ich bin dann so brutal aufgekratzt, ich bin gar nicht müde. Das war immer mein Problem. Ich nehme immer Magnesium. Ja, Magnesium ist auch wichtig. Aber kann der Körper halt nicht so aufnehmen, wie er eigentlich müsste. Also es ist schwierig, dass der Körper das Magnesium aufnimmt. Dankeschön. Ja. Hallo. Was sagt ihr? Ich fange einfach an, Sport zu studieren. Wen darf ich trainieren? Ha, nein, Spaß. Wegen was? Wegen allem. Wegen allem am Denken, Überdenken, zu viel Denken. Ich hasse sowas, aber es ist einfach da. Man muss einfach damit lernen, umzugehen. Ich glaube auch nicht, dass es jemals weggehen wird. Danach essen und noch Film. Fatzen. Ja, so einfach ist es nicht. Und ich gucke ja eh keine Filme. Also jetzt habe ich überlegt gehabt, ob ich später noch auf meiner Leinwand einen Film gucken soll. Aber ich wollte mir noch eine DVD besorgen. Danke für das Herz. Ja, nach einer Trennung ist ja auch noch mal was ganz anderes. Klassische Musik oder Trauer und dann. Ja, so klassische Musik, so, weißt du was, ich habe das auch voll oft gemacht, aber so Entspannungsmusik, also so Regenwald, Vogelgezwitscher, so ein Ding. Und es gibt so ein Schlafspray, ich weiß nicht, ob ich das so sage. Das ist, glaube ich, Melatonin. Ich weiß nicht, warte, ich hab's hier. Wo steht's denn? Schlafspray? Ja, Melatonin. Also ich kann nicht denken. Warte.
Preliminarzeit von Netflix, sie kommt mit DVD, weil ich oldschool bin, ja. Ich mag das, ich kaufe voll gerne so Anime-DVDs oder im Allgemeinen DVDs und gucke die dann lieber mit meinem Beamer. Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Ich hoffe, ich habe niemanden stumm geschalten oder so. Einfach was? Warte, was? Ich soll was machen? Danke für das Herz. Gibt so viel Gutes her. Sich einfach den Gedanken stellen. Vertraue mir. Such du One Piece. One Piece ist zu viel. Es hat kein Ende. Es gibt kein Ende. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ich habe früher als Kind habe ich One Piece geguckt, dann habe ich wieder aufgehört. Da habe ich aber auch so, was heißt die Anfangszeit? Doch, da kam immer auf RTL 2, glaube ich, war das. Das ist sogar gelaufen. 10% Akku. Dragon Ball bin ich raus. Haben wir auch als Kinder geguckt, aber das habe ich nie so gefühlt. Aber Männer fahren voll drauf ab. Dragon Ball ist bei euch voll weit oben. Ich verstehe nicht warum. Guten Abend, dafür ist Sailor Moon bei mir weit oben. Also so von den älteren Sachen Sailor Moon. Definitiv. Woher kommst du näher, Karlsruhe? Da gibt es einen Techno-Mix, aber ich, ja. Ich wollte mir dieses, ich habe den nicht im Kino gucken können, weil er immer zu komischen Zeiten gekommen ist. Dieser Suzume oder wie der heißt. Den habe ich noch nicht geguckt. Der soll gerade auf Netflix sein, aber den gibt es jetzt gerade auch auf DVD. Den wollte ich mir holen. Hello, Superstar. Davon habe ich das Manga mal in der Hand gehabt, aber ja, Demon Slayer, ja. Von diesem Lila Superstar habe ich mal einen Manga in der Hand gehabt, aber ich glaube, die Handlung hat mir nicht gefallen gehabt oder so, da war irgendwas. Schaust du gerne Horrorfilme? Hast du extra wieder das grüne Profilbild reingemacht? Nein, gar nicht. Ich mag Horrorfilme überhaupt nicht. Ich habe extra für Crunchyroll geholt. Mega T-Shirt, Dankeschön. Alles nur, weil es mir Netflix nicht will. Das, also, ich sag dir ehrlich, ich könnte. Also, meine Freundin und ihr Freund haben mir ihr Crunchyroll-Account gegeben. Und ich könnte auch irgendwoher wieder Netflix-Account kriegen. Aber ich sehe keinen Sinn darin, weil ich gucke einfach nicht. Der einzige Moment, wo ich gucken würde, wäre, wenn ich eine Erkältung habe oder so und ich zu Hause bleiben muss und nichts zu tun hätte und vielleicht zu wenig Kraft hätte, auch zum Lesen oder weiß ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich da rumgammeln und irgendwas gucken, aber ich gucke eigentlich gar nicht mehr viel. Dann würde mich erkennen. Demon Slayer, schau das. Ja, Demon Slayer habe ich nur die erste Staffel geguckt. Und den ersten Film. Und dann kam der zweite Film raus, den habe ich nicht geguckt. Dann war ich deprimiert. Ich konnte keine weiteren Folgen gucken, weil ich hatte damals nur Netflix. Ich hatte kein Crunchyroll, nix.
Und da war nur die erste Staffel. Und dann war bei mir auch wieder vorbei. Power Special. Hab ich doch. Ist schon von der VHS-Kassette, bin ich doch gar nicht. Hab ich doch. Ich habe sogar, glaube ich, noch eine Sailor Moon-Kassette. Wenn du es da stirbt. Aber weißt du, was ich mir reingezogen habe auf YouTube? Ich wollte unbedingt wissen, wie Inosuke ohne Ding aussieht, ohne Maske. Dankeschön. Ja. Ich muss aber die Videos mal durchgehen. Also ich will aussortieren, weil das sage ich dabei, die gefallen mir nicht, aber voll viele werde ich behalten. Und mal ein Fan-Treffen. So berühmt bin ich jetzt nicht. Ja, verrat nix. Vielleicht komme ich ja noch irgendwann dazu, mal zu gucken. Aber jetzt gerade eher weniger. Ich glaube, wenn dann eher so in der Winterzeit rum. Schon anders verrate ich. Ich kann dich auch einfach blockieren. So ein Ding ist es. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich weiß nicht, wie ich mein